Justin Verlander ist Pitcher in der nordamerikanischen Baseball-Liga MLB und gewann mit den Houston Astros im letzten Jahr den Titel gegen die Los Angeles Dodgers. Ein Jahr später wird ihm ausgerechnet dieser Erfolg zum Verhängnis. Ein Hotel in Beverly Hills verlangt für ein Mittagessen eine unglaubliche Summe. Baseball-Star Verlander im Trikot der Houston Astros, Bild Getty Images, am 1. November 2017 gewannen die Houston Astros mit Pitcher Justin Verlander den Titel der World Series gegen die LA Dodgers in 7 Spielen. Anscheinend haben einige Fans aus Los Angeles die Niederlage noch immer nicht verdaut. Das bekam der 35-jährige Verlander nun zu spüren. Auf Instagram veröffentlichte Houston Star Pitcher eine Rechnung des Beverly Hills Hotels in Los Angeles für ein Mittagessen über unglaubliche $1.095.198,20. Neben Salaten, Pancakes und Säften enthielt die Rechnung auch die Position Dodger Killer über genau $1 Million. Anscheinend hatten sich die Angestellten des Hotels einen Spaß erlaubt und forderten nun mit der Rechnung eine Entschädigung für das verlorene Endspiel aus dem Vorjahr ein. Verlander nimmt es locker. Unter seinem Posting schrieb der Baseballstar zu der Rechnung: „Das Beverly Hills Hotel lässt mich richtig zahlen für den Sieg in der World Series“, und ergänzt 2 lachende Smileys trotz der hohen Rechnungssumme. Das Mittagessen sei wie immer großartig gewesen. Ob der Ehemann von Supermodel Kate Upton die Rechnung tatsächlich bezahlt hat, ist nicht übermittelt. Fest steht nur, dass Verlander das entsprechende Kleingeld dafür hätte. Bei den Houston Astros verdient er diese Saison $28 Millionen, ca. 24 Millionen Euro.